Was ist das denn? Egal. Einfach den Ziel nach. Diesen makaberen Schildern. Das sieht irgendwie aus wie so ein Schalter immer, aber das ist nur ein Briefkasten. Hm. Egal. Hallo. Scheint auch ein Schild zu sein. Achso, nee, da. Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest, die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube, du verdienst einen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben und ich mich kaputt lachen werde. Mit sowas in der Art hatte ich fast gerechnet. Nervt! Oh, der war schnell tot. Und die sind immer schnell tot. Oh. Nicht einsauen, bitte. Nicht einsauen. Die sind schon wieder beschäftigt, die lieben Kollegen. So. Wer läuft hier weg? Natürlich, das kleine Vieh hatte so eine Knarre dabei. Wow! Hey! Einer nach dem anderen! Bitter. Scheiße, jetzt bin ich geslaggt. Aber du auch. Dein Gesicht gesehen? Ich erkenne da nicht wirklich ein Gesicht. Vielleicht ist das der Witz daran. Okay. So. Weiter geht's da unten lang. Ach, Nomade. Das hat ihn gar nicht tangiert. Aber ist ja in Ordnung, muss es ja auch nicht. Das ist ihm auch vollkommen egal. Aber kann es ja. So, meine Freunde. Ash Mouth Camp. Ash, nicht Ash. Meine Fresse. Eine Herausforderung. Los, Geschütz! Komm zurück, Geschütz! Du kannst rückwärts laufen, du kannst den Moonwalk und du machst gerade irgendeine Scheiße. Wow! Hey! Was soll das denn? Ich mach's mir gar nicht schwer. Oh Gott, das sind ein paar, ja. So, bitte mal. Weg, weg, weg. Bevor es hier irgendwie ausartet, renne schon wieder. So. 1 zu 0 für das Geschütz. Und dafür den Säurebehälter. Wieder so ein Heini. Aber er kann nichts ausrichten. Gar nichts. Ich möchte auch so vieles, lieber Freund. Man kann einfach nicht alles haben. Naja, was soll man machen? Oh, da. Oh. Dann etwas hiervon. Zumindest haben die kein Schild, diese Pyros. So. War's das? Nö, da gammelt noch einer rum. Nur einer. Ich will da näher ran, bitte. So nah wollte ich gar nicht. Naja, egal. Oh mein Gott, das ist so ein Tank. Ich meine Skillpunkt. Also eins muss man denen hier lassen. Diese Psychos sind echt schnell. Oh, und ihr seid verdammt langsam, Nomaden. Und verdammt leichte Gegner. So, Skillpunkte lasse ich mir nicht zweimal sagen. Was hätten wir denn hier? Schneller nachladen, Zielgenauigkeit, Geschütz. Ist alles sehr verlockend, ehrlich gesagt. Schusswaffen, Nahkampfschaden. Maximale Gesundheit werde ich jetzt mal noch nicht benutzen. Waffenwechselgeschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit.
Bewegungsgeschwindigkeit. Ich glaube fast, ich werde mal... Warum eigentlich nicht nach der Geschwindigkeit? So. Habe ich hier was? Ja, zwei. Okay, Rückstoßdämpfung. Schild, Ladegeschwindigkeit. Yes! Wer ballert hier noch? Ballern ist böse und gehört verboten. Niemand ballert, nur Loser ballert. Dieses Ding ist echt stark. Der arme Kerl. Okay, weiter geht's. Ich denke mal hier lang. Hoppa. So, das ist das nächste makabere Schild. Also Leute, das ist echt... Das Versteck des Firehawks. Ist echt böse. Sei vorsichtig, Freund. Mach dich auf jede Menge Fallen gefasst. Oh Gott, im Himmel! Ich kann mein eigenes rotes Fleisch schmecken! Siehst du? Fallen. Sieh zu, dass dir das nicht passiert. Nee, wieder Windeln! Windeln? Windeln rocken! Los, ergib dich deinem Schicksal. Du kannst nicht gewinnen. So, was hat sie gesagt? Fallen. Fallen, Fallen gefallen mir überhaupt nicht. Ah, gefallen. Noch einer. Wir machen das etwas schneller diesmal. So. Der interessiert sich sowieso mehr für das Ding als für mich. Das nehme ich ihm sehr persönlich. Okay. Ist das eine Falle? Vielleicht. Naja, eine wirkliche Falle war das jetzt nicht. Der Feuerhawk hat viele Feuerfallen. Und das sieht auch sehr... Ja. Stehe. Eppa! Ich muss einfach nur auf die Leichen achten, dann ist ja alles gut. Und auf diese total nicht offensichtlichen Ausröhren-Ding. Oh, oh. Da würde ich wahrscheinlich sterben, wenn ich da runterfalle. Und der ist auch tot. Das heißt, ich muss hier vorsichtig sein. Oh, um Himmels Willen. Schnell rüber. Schnell rüber. Wow, spürst du das? Das Geräusch der Erdbeben beweist, dass meine Bohrer der Kammer immer näher kommen. Das ist der Sound des Fortschritts, Baby. Das ist der Sound der Machthungrigkeit. So, hier kann ich nochmal einkaufen. Kommt jetzt etwa das fette Boss Battle gegen Feuerhawk? Ich habe Preise und ich stelle keine Fragen. Viel Glück. Oh, er hat einmal was Nettes gesagt und nicht gedroht, mich umzubringen. Finde ich schön. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Ja, klar. Danke, Dr. Z. Dr. Z finde ich am... Wow! Zocker-Area oder was? Firehawk leer. Ach du Scheiße. Was geht denn? Was ist denn das für ein Ding? War das eine Sirene? Verpasse ich gerade was? Okay. Wow. Ob ich auch keine Fall Damage krieg, wenn ich da runterfall? Sieht echt alles ganz schön aus hier. Ah! Mir wurde gesagt, ich habe das in dem Ladescreen gelesen. Achso. Töckchen. Lilith. A.K.A. The Firehawk. Und, die Banditen nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich bin wie du bei den Raiders. Ich halte die Banditen in Schach. Damit Roland in Ruhe gegen Jack kämpfen kann. Naja, lange Geschichte. Jede Menge innere Blutungen. Könntest du mir aufhelfen? Ach du, ich dachte, ich muss jetzt vielleicht gegen dich kämpfen oder so. Was ich sagen wollte mit den Totenköpfen, ja, Gegner, die Totenköpfe in dem Namen haben, sollte ich meiden, weil die ein hohes Level haben und das einfach mein Level bei weitem übersteigt. Öffne nicht möglich, was zur Hölle? Das ist nur ein normaler Behälter. Oder ist da gleich noch vor der Story-Gegenstand drin?
Naja gut, Lilith. Du bist also Lilith. Dann wiederbeleben, klar. Achso, ja klar. Wir gucken sie einfach an und dadurch geben wir ihr unsere Stärke ab. Zack. Ich brauche eine kleine Stärkung. Besorg mir ein bisschen Eridium, ja? In einer meiner Stahlboxen sollte was sein. Aha! Lass mich mal raten, in welcher. Oh, welche Überraschung. Jetzt kann ich sie eröffnen. Ah. Nimm das Iridium-Nugget. Ja, das ist das Zeug. Gibst du es mir? Friss. Danke sehr. Willst du erst kämpfen? Super Pose activated. Ah, danke. Du willst bestimmt zu Roland, was? Er ist nicht hier. Die Bloodshots haben ihn geschnappt. Jetzt sind sie übermütig. So hart haben sie mich noch nie attackiert. Ist das normal? Auf sie! Jetzt wird's richtig lustig. Ich sehe zu, dass ich ein paar für dich phase. Was auch immer du sagst. Ich werde einfach mein Geschütz raus und alles. Wow. Nicht schlecht. Mach das nochmal. Was? Der Feuerhawk. Was für Ding am Anmarsch? Gut gemacht. Danke, du auch. Geht nichts über ein Geschütz. Ja. Was ist denn? Oh, oho, 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 oho. Autsch. Autsch. Besorg Munition, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Ich hab Munition. Schon gut. So, geht's weiter? Kämpfst du jetzt etwa an meiner Seite? Ich bin woanders reingekommen. Da ist noch so ein Behälter. Ich will das auch können. Warum kannst du so Magie machen? Magie! Das war ein Punch, aber okay. Das war nicht so schwer. Ich dachte mal, ich denke mal, der sagt, das war nicht sehr schön. Bam. So. Iridium. Marauder. Aber nicht irgendeiner, ein durchgeknallter. Jetzt reicht's aber langsam. Die ist zehnmal stärker als alles andere. Nein! Ich will nicht sterben. Ich werde aber sterben. Nicht ohne Kampf! Autsch! Ich bin gleich tot, Lady. Oh, Gesundheit. Oh, das war sauknapp. Mehr Glück als Verstand. Ruhe. Komm aber auch nur noch hier. Ah, ja genau. Beachte mich gar nicht. Ich bin unwichtig. Fantastiziös. Ich glaube, das ist Neologismus. Danke. Immer dieser Badass-Psychos. Feuer tut ihm gar nicht weh. Ich meine, Feuer tut ihm schon sehr weh. Nein. Echt? Hey. Kein schlechter Wurf. Beim Weitwerfen warst du bestimmt der Beste. Puh. Viele Leichen. Sehr viele Leichen. Tja, das hat Spaß gemacht. Naja. Jetzt bin ich ziemlich fertig. Holst du mir noch ein Stück Iridium? Ja klar, pfeif dir alles rein, Frau. Ich pfeif mir die Muni rein. Muni und Geschütz ist alles, was ich brauche. Kannst du es dir eigentlich selber holen? Das ist das Zeug. Gibst du es mir? Ich weiß. Du wiederholst dich. Danke. Ja, ja. Kein Ding, kein Ding. Haust dir rein. Hab ein Déjà-vu. Gut siehst du aus. So, wieder. Ja, seit die Kammer auf ist, sind meine Sirenenkräfte ziemlich umwerfend. Dank diesem Iridium-Zeug. Keine Ahnung warum. Also, beraten wir, wie wir meinen Freund retten. Das machen wir. Lilith alias der Firehawk hat dich informiert, dass Roland von demselben Banditenklan gekidnappt wurde, der auch ihr Lager überfallen hat. Du musst ihn retten. Ich muss ihn retten. Naja, Ex-Freund. Mhm. Oh, Team Feuerrat, der geht hoch. Okay, eine alte Flamme.
Bevor die Bloodshots ihn einkassierten, sammelte Rowland Informationen über die Kammer und was Jack damit vorhat. Eine verdammt gelungene Rettung. Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen, solange Rowland fort ist. Aber zuerst teleportiere ich dich nach Bloodshot Stronghold. Dort halten sie Rowland fest. Wenn du sie überrascht, hast du einen echten Vorteil. Halt still. Ach, du kannst das ja einfach teleportieren. Geht das? Warte, ich, die ganze Epischheit wird einfach kaputt gemacht. Ich, nehme mal die Feuerrate hier rein. So. Yeah! Ich hab dich gerade mal 3 Meter weit bewegt, oder? Ja, das wollte ich gerade sagen. Sorry, ich bin noch am Üben. Das erinnert mich daran, dass es in Bloodshot Stronghold von üblen Gesellen wimmelt. Du solltest etwas trainieren, bevor du es mit denen aufnimmst. Du machst dich übrigens gut da draußen. Weiter so. Dankeschön. Die Minimap sieht aus wie Mickey Mouse. Oh. So komme ich zurück. Okay. Ich nehme mal andere Knarren. Die hier schon gut, ne? So. So viel zu andere Knarren. Eine andere Knarre. Naja. Wenn ich wieder Muni habe. Okay. Tja, dann. Mach ich mich mal auf den Weg. Nach Bloodshot Stronghold. Das klingt ziemlich bedrohlich. Aber das werden wir noch sehen. Da sehe ich eine Kiste. Die man nicht übersehen kann. Achso, eine Kiste. Flammenwaffen. Barking Snyder. Fervid Submevlem dem dem dem. Nö. Nö. Ich hätte mal gerne eine Slag-Waffe. Fände ich mal ganz interessant. Hui. Bäm. Naja, kriegen wir bestimmt auch noch. Bin zuversichtlich. Was ist denn hier für ein Terminal? Was ist da? Ah. Okay. Kann ich einfach gleich dahin. Freehorns Valley. Na klar. Der Begriff Statuseffekt bezieht sich auf Fähigkeiten, die über längere Zeit Schaden verursachen, wie das Entzünden eines Feindes. Und ich dachte, das hätte was mit Pokémon zu tun. Okay, Killer. Ich bin wieder in Sanctuary. Sei vorsichtig. Die Bloodshots lagern überall um den Damm herum. Besorg dir ein Gefährt, das ein paar Kugeln abfängt. Sorg dir ein Fahrzeug. Infiltriere Bloodshot Stronghold, rette Rowland. Mach ich. Ich muss aber kurz was trinken. Sorry, Leute. Bis gleich. So, kann weitergehen. Wir holen uns natürlich unser Standard Kaugummi-Dingsbums hier. Mit, ja, das... Ich behalte die MG. Double MG ist powerful. Powerful. Das wird etabliert. Bin ich ja gespannt, wo diese Festung ist. Oh, hier in die andere Richtung. Scheint keiner da zu sein. Fahr einfach ran und hupe. Vielleicht wird das ja gar keine große Aktion. Um zu hupen, drücke Y. Und ich wollte gerade fragen, wie man hupt. Das habe ich nämlich vergessen. Aber jetzt weiß ich es ja zum Glück wieder. Dann muss das ja wirklich wichtig sein. Ja, ja, ich öffne das Tor. Okay. Halt, ihr Idioten! Das ist keins von unseren Fahrzeugen! Die wollen die Geißel befreien! Tötet sie! Das halte ich für ein Gerücht. So kommst du nicht in den Damm rein, Keule. Die Bloodshots lassen dich nicht rein, wenn du nicht in einem Truck ankommst, der wie einer von ihren aussieht. Red mit meiner Verwandten draußen in the Dust. Die besorgt dir so einen Ekelschlitten. Oh. Hollywood weit draußen im Banditengebiet. Sei vorsichtig, Amigo. Im Ernst. Ich bin vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Wow, das Ding ist ja verdammt schnell weg. Und ich genauso. Ich werde sterben. Sterben! Es sei denn, ich verstecke mich hinter diesem Felsen. Ich habe verstanden, dass ich da so nicht reinkomme. Heilige Scheiße. Mein Gefährt schneller tot, als ich es überhaupt mitbekommen habe.
Ich soll jetzt also nach The Dust. Wo ist The Dust? Ach, da. Kann man fast gar nicht erkennen. Okay. Ja, leider brauche ich jetzt ein neues Gefährt. Ich weiß nicht, das alte habe ich irgendwie verloren. Ja, ich bin erschrocken. Könnte ein bisschen Gesundheit gebrauchen, Dr. Z. Halb tot? Ah, das kriege ich wieder hin. So. Und bitte spawnen. So, Leute, jetzt bin ich eingeschnappt. Jetzt fahre ich woanders hin. Ja, ja, seht ihr ganz recht, ich mache das. So. Oh, das hat sich ja voll gelohnt. Cool. Ich dachte, vielleicht hier muss ich über diese Brücke drüber fahren oder so, aber nein. Ja, naja, was soll's.